Zu Hause kostenlos und einfach mit einem PCR-Gurgeltest den eigenen Corona-Status überprüfen. Das können alle Salzburgerinnen und Salzburger ab dem 27. Oktober. Wir sehen, dass die PCR-Tests eine fünffache höhere Trefferquote als Antigentests haben. Daher ist es, glaube ich, einfach logisch, dass man Gurgeltests anbietet. Man kann sich ja schon jetzt in den Teststraßen des Roten Kreuzes testen lassen mit Gurgeltests. Aber jetzt gibt es auch die Möglichkeit, über alle Sparfilialen die Sets zu holen, in allen Gemeinden Sparfilialen und McDonald's-Filialen abzugeben und dann sehr schnell aufs Handy die Nachricht zu bekommen, wie das Testergebnis ist. Spielt dann auch in den grünen Pass hinein. Also wir haben uns viel Mühe gegeben, es so einfach wie möglich zu machen. Es gibt ein großes Familienset, man muss also nicht regelmäßig zu der Ausgabestellen gehen. Das Abgeben der Probe ist sehr einfach, weniger als 24 Stunden später das Ergebnis. Also wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, um es möglichst niederschwellig zu machen. Für uns ist wichtig, dass Kundinnen und Mitarbeitende sich bei uns wohlfühlen und das bedeutet in Pandemiezeiten, dass sie sich sicher fühlen. Da gibt es die neue Möglichkeit des PCR-Testens, das ist der Goldstandard und da sind wir natürlich froh und auch stolz, dass wir mit dabei sind und dass also die Salzburgerinnen und Salzburger, wenn sie sich testen lassen wollen, den Testkit bei Spar bekommen und auch abgeben können. Es gibt drei große Herausforderungen bei so einem Projekt. Das erste ist die Logistik, dass man wirklich alle Abholstellen regelmäßig anfährt, keine Zeit verliert und auch alle Ausgabestellen mit Probensets zur Verfügung stellt. Der zweite Teil ist das Pooling selbst. Das ist eine große logistische Herausforderung, dass die Proben alle in der richtigen Weise zusammengeführt und analysiert werden. Und das dritte ist die Kapazität des Labors, wo dann die ganzen Analysen sehr schnell gemacht werden müssen. Wir haben hier in Salzburg 16 McDonald's-Restaurants und natürlich merken wir, dass durch die Gästefrequenz und die längeren Öffnungszeiten das eine ideale Möglichkeit ist, einfach Abgabestationen anzubieten. Wir haben Boxen außerhalb unserer Restaurants positioniert und die Gäste können jederzeit zu den Öffnungszeiten von McDonald's ihre Testkits abgeben. Das wird am Anfang vielleicht da und dort ein bisschen schwierig sein, aber dazu gibt es also den Vorlauf ab 27. Oktober und dann haben wir auch die Bewegungsspielräume, weitere Maßnahmen zu treffen.